Der Ölpreis hat seit Ende Juni um 30% zugelegt. Was steckt dahinter und wird Öl wieder zum Inflationstreiber? Diese Fragen beantwortet Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, in seinem Marktkommentar. Ich freue mich, ihn bei Renewable Rendite wieder präsentieren zu können. Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, kann der zuletzt stark gestiegene Ölpreis dem allgemeinen Trend der Inflationsrückführung einen Strich durch die Rechnung machen? In der Tat, seit Juni ist der Ölpreis um etwa 30% gestiegen. Das tut schon weh. Und wir wissen auch, wer die Schuldigen sind, in Anführungszeichen. Die OPEC Plus, vor allen Dingen zwei Länder, sind hier sehr verantwortlich, Russland und Saudi-Arabien. Russland möchte natürlich einen hohen Ölpreis haben, um den Angriffskrieg gegen Ukraine weiter finanzieren zu können. Und die Saudis wollen jeden Cent haben, um raus aus den fossilen Energien und rein in die alternativen Energien zu gehen und damit auch weltweit zu investieren, weil sie wissen, irgendwann ist auch das fossile Zeitalter für sie vorbei. Aber wie geht es jetzt weiter mit dem Ölpreis? Das ist eine große Gefahr. Könnte der Ölpreis sogar dazu führen, dass die internationale Geldpolitik dann doch länger restriktiv ist? Nun, zunächst mal muss man sagen, auch die OPEC Plus weiß natürlich, dass die Weltkonjunktur im Augenblick ja nicht in bester Verfassung ist. Das sehen wir in China, das sehen wir in Europa, wo ja das Herz der europäischen Wirtschaft Deutschland herzflimmern zeigt. Eindeutig, das sehen wir jeden Tag. Und die Amerikaner, das läuft ja auch nicht jetzt brillant, das muss man sehr klar erkennen. Und was bringt es der OPEC Plus denn, wenn die Preise steigen, wenn man Produktionskürzungen noch weiter verlängert oder sogar noch erhöht, wenn die Mengeneffekte das Ganze negativ kompensieren? Das glaube ich also nicht, dass da jetzt ein dramatischer weiterer Anstieg der Ölpreise passiert. Was heißt das jetzt für die Inflation? Ja, in der Tat, in Amerika sehen wir ja, wir haben hier schon einen kleinen Push bei der Inflation gehabt. Öl ist natürlich immer nach wie vor noch eine große Zutat für das Wirtschaftswachstum. Auch da wissen wir alle, dass das absolut richtig ist, das ist ganz klar. Aber wird es die US-Notenbank, Jerome Powell, den US-Notenbankpräsidenten verleiten, dann nach einer Zinspause jetzt wieder zinsrestriktiv zu werden? Meine Meinung ist hier sehr klar nein. Herr Powell weiß natürlich auch schon, dass die Zinserhöhungen, die wir gesehen haben, ja schon wehtun. Das Kreditwachstum ist massiv eingebrochen. Die Frühindikatoren sehen überhaupt nicht gut aus. Die Konsumenten schreien auch nicht mehr Hurra. Und, auch das ist wichtig, der Arbeitsmarkt immer noch stabil, aber nicht mehr so robust, wie er gewesen ist. Und man möchte ja eher ein Soft Landing haben, also eine sanfte Landung, also keine harte Landung. Was bringt es denn, die Zinsen dramatisch zu erhöhen, wenn die Konjunktur dann so abgebremst wird, dass man dann doch viel früher die Zinssenkungsfantasie wieder beleben muss? Aus diesen Boom- und Bust-Zyklen, was Zinserhöhung, was Zinssenkung angeht, möchte man doch herauskommen. Und ein Punkt ist auch noch wichtig. Schauen wir auf die Realverzinsung. Mittlerweile Kreditzinsen, Anleiherenditen in Amerika und auch der Notenbankzins sind real positiv. Das heißt, man kann die Inflation nicht mehr nutzen, um Verschuldung abzubauen. Man muss jetzt sich anstrengen, diesen realen Zins auch zu verdienen. Das ist verdammt schwierig, sodass ich denke, nein, Herr Powell wird die Zinsen nicht mehr erhöhen, aber er wird eine zweigleisige Zinspolitik machen. Das eine Gleis ist der moralische Zeigefinger nach wie vor. Er hat ja noch einen Schuss theoretisch frei, einen Zinserhöhungsschuss. In seinen Dotplots, ich sag mal in der Bibel der US-Notenbank, den Planungen, ist ja einer noch theoretisch vorgesehen. Warum sollte er frühzeitig diesen Schuss abgeben? Dann wäre er nämlich weg. So kann er immer sagen, Amen, aber ich sage euch, wenn die Inflation mir zu hoch ist, dann werde ich diese letzte Zinserhöhung noch machen. Wenn er die jetzt frühzeitig macht, ist dieses Pulver verschossen. Er wird dadurch die Kraft der Worte versuchen, die Inflationserwartungen zu dämpfen, aber das andere Gleis seiner Zins- und Geldpolitik aber dann nichts mehr machen. Es wird zwar noch dauern, bis dann die erste Zinserhöhung kommt, die wird in diesem Jahr sicherlich nicht mehr kommen, aber Ende des Jahres, ich bleibe dabei, werden wir über Zinssenkungsfantasie sprechen und immerhin, das ist ja die gute Nachricht, die Kerninflationsrate ist ja mittlerweile schon in Amerika rückläufig. Und so kann man sagen, hüben und drüben, was die EZB bei uns angeht, was die US-Notenbank in Amerika angeht,
Wir werden keine Zinserhöhung mehr sehen. Es dauert, bis die Zinspause dann sich in eine Zinssenkungsphase überführt. Aber das Schlimmste haben wir überstanden und den Aktienmarkt wird es freuen, auch wenn das Hochziehen der Augenbrauen von Jerome Powell, dem US-Notenbankpräsidenten, und das kann er perfekt, manchmal für Irritationen sorgt. Aber das sage ich auch, der Hund, der dann so laut bellt, in den wenigsten Fällen wird wirklich gebissen. Was ist eure Meinung? Ist bei der Inflation tatsächlich das Schlimmste vorüber, wie Robert Halver meint? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich über die Diskussion und eure Meinung.